Und in Berlin begrüße ich die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Aydan Özus. Guten Abend, Herr Bade. Können Sie noch einmal genau den Unterschied zwischen Obergrenzen und Kontingenten erklären? Na, Obergrenzen sind einfach Unsinn, weil es dann heißen würde, wir zählen irgendwie ab und dann hätten wir Türen, die wir schlicht zumachen könnten und würden in dem Moment es steuern können, dass niemand mehr kommt. Das ist ja schlicht unrealistisch, so funktioniert das nicht. Wir müssen tatsächlich sagen, wie helfen wir A, Menschen, die zu uns kommen, dass sie sich nicht in Todesgefahr begeben dabei, aber B, wie machen wir es eben auch attraktiver, auf gar keinen Fall Schleusern sich in die Hände zu geben, die auf merkwürdigsten Wegen und vor allen Dingen sehr gefährlichen Wegen, die Menschen hierher bringen, sondern dass wir den Menschen sagen, es gibt Kontingente, ihr könnt euch direkt dafür bewerben. Das müssen sehr hohe Zahlen natürlich sein. Und was hier immer wieder betont wurde, wenn sich ganz Europa auch beteiligen würde, wäre das für uns alle gar kein Problem. Malu Dreyer hat in ihrer Rede eben gesagt, es sei nur zu leisten, wenn die Flüchtlinge nicht so schnell und nicht mehr in so großer Zahl kämen. Ist das nicht ein Widerspruch zu dem Wunsch, eben keine Obergrenze zu definieren? Nein, Malu Dreyer hat eben in ihrer Rede gesagt, dass die Integration der Flüchtlinge natürlich leichter zu leisten ist, wenn sie eben nicht so schnell zu Tausenden in einer Nacht kommen. Im Moment sind wir ja in einem Modus lange Zeit gewesen, wo es schlicht darum ging, die Menschen unterzubringen, sie zu versorgen, vernünftige Verhältnisse herzustellen in Deutschland. Von Integration war ja eigentlich noch gar keine Rede, aber wir haben eben die Weichen dafür gestellt, dass wir gesagt haben, die auch bleiben werden, wenn die Verfahren jetzt eben auch beschleunigt sind. Bei denen wollen wir schneller ansetzen, dass sie Deutsch lernen können, dass sich ja Ehrenamtliche häufig um sie kümmern, dass sie schneller in Nachbarschaften hineinkommen. Und da hat Malu Dreyer natürlich recht. Im Grunde braucht man ein Stück weit auch den Atem zu sagen, so jetzt habe ich hier diese Leute vor mir, die sind bei mir und mit denen arbeite ich. Und das ist schwieriger, wenn jeden Tag neue hinzukommen müssen. Sie persönlich sind ja nicht nur SPD-Vize, sondern auch Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin als Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die Kanzlerin sagt, wir schaffen das. In welchen Punkten sehen Sie denn das Flüchtlingsthema anders als die Kanzlerin? Na, ich würde sagen, sie sagt, wir schaffen das und wir Sozialdemokraten sagen, wir machen das. Letztendlich ist es ja so, dass wir tatsächlich in den Kommunen und vor Ort ständig und täglich und dauernd daran arbeiten, dass wir die Menschen gut unterbringen, dass wir wissen, was eigentlich mit ihnen war, dass wir die Verfahren endlich beschleunigen. Wie oft mussten wir das zum Thema machen, bis es jetzt überhaupt mal angegangen wurde, dass im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die neuen Stellen auch genutzt werden, damit man eben schneller Entscheidungen treffen kann. Wir brauchen ein richtiges Konzept, was vom ersten Tag des Ankommens bis hin eben dahin, dass Menschen, die lange bleiben, dann auch die Perspektive haben, zu guten Nachbarn zu werden. Ein solches Konzept legen wir jetzt vor und danach muss dann auch gehandelt werden. Ich glaube, das ist der große Unterschied. In der Union haben wir heute im Moment ja ständig jeden Tag eine neue Idee gehört und meist leider auch noch sehr unrealistische Ideen. Also wenn jemand sagt, wir brauchen Obergrenzen, dann muss er ja erstmal sagen, wie soll das gehen? Und diese Antwort kann natürlich keiner geben, weil das vollkommen unrealistisch ist. Aydan Özus, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.